Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird nach langer Zeit endlich wieder gekocht. Und zwar erinnert sich der ein oder andere noch bestimmt an das Video vor ein paar Monaten, wo ich ein Gemüse- und Obstbeet im Garten gepflanzt habe. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich hatte dem einen oder anderen auch erzählt, dass das eigentlich alles in die Hose gegangen ist, weil unser Vermieter überlegt hat, den Garten umzubauen und das ganze Gemüse- und Obstbeet kaputt gemacht wurde und ich stattdessen dann ein neues kleines pflanzen musste. Die Leute, die mir auf Instagram gefolgt sind, haben in den letzten Monaten auf jeden Fall gesehen, dass ich nichtsdestotrotz sehr viele Tomaten gegessen habe. Schauen wir trotzdem mal, wie viel Gemüse wir eigentlich diesen Sommer gewinnen konnten und was wir damit heute so Leckeres gezaubert bekommen. Nur damit ihr Bescheid wisst, das war auch mein erstes Mal Gemüse anpflanzen. Und ich muss sagen, das war überraschend einfach. Das Einzige, was ich machen musste, ist alle zwei Tage gießen und ein bisschen Unkraut zupfen. Also das kriegt wirklich jeder hin. Hier ist die Ecke, die ich mir damals gemacht habe. Im ersten Video war natürlich alles viel größer. Ich musste dann nochmal kreativ werden, weil der Garten umgebaut wurde. So sieht es jetzt gerade aus. Ein bisschen traurig, weil die Zeit ist vorbei. Freunde, wir haben Herbst. Aber diese Tomatenpflanze, die war so groß. All das, was jetzt frei ist, war voll mit der Tomatenpflanze. Auch wenn das jetzt ein bisschen vertrocknet aussieht. Ich würde mal gucken, wie viele Tomaten wir gesammelt bekommen. Das kann ein bisschen dauern. Netz. Okay, Freunde, das sind die letzten Tomaten, die wir noch finden konnten. Ich glaube, damit kriegt man auf jeden Fall was Leckeres gezaubert. Eine Tomatenpflanze, kinderleicht. Ich glaube, das war die allererste Pflanze, die funktioniert hat. Und sie hat auf jeden Fall auch am meisten abgeworfen. Das ist der Rest. Wir hatten auf jeden Fall einen tomatigen Sommer. Jetzt kommen wir zu etwas, was erst als letztes gewachsen ist. Und das hat mich komplett schockiert. Vor drei Wochen habe ich überhaupt erst gesehen, dass die Zucchini funktioniert. Und jetzt schaut mal, Freunde, das hier ist die größte Zucchini, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dass das auch so einfach funktioniert hat, unglaublich. Und das Heftigste ist, da ist noch eine zweite. Da. Bam. Ey, darauf kann man stolz sein, wirklich. So langsam kriege ich auch ein Gefühl dafür, was wir später gekocht kriegen. Zucchini gibt es heute auf jeden Fall auch. So, Freunde, hier haben wir etwas Salatartiges. Das Ganze nennt sich Pak Choi. Jeder, der mal in Thailand war, kennt dieses Gemüse. Und diese Blätter kann man super geil braten. Und die schmecken richtig, richtig gut. Mal gucken, wie viel Blätter ich hiervon gewinnen kann. So, Freunde, neben dem Pak Choi gibt es noch jede Menge Dill. Viele Grüße an meine Mama. In jedem Gericht gibt es Dill. Es ist so faszinierend, dass man so selbstverständlich in den Supermarkt geht und gar nicht diese gewaltige Arbeit dahinter sieht. Und was auch richtig geil ist, wenn man hier alles gerade so am Pflücken ist, es riecht so intensiv. Ich habe noch nie so einen intensiven Geruch von Tomate gerochen wie bei der Tomatenpflanze. Unglaublich. Und der Dill, wow. Kindheit. Guck mal, damit kriege ich auf jeden Fall irgendwas gekocht. Kommen wir zu den Möhren. Von denen gibt es, glaube ich, richtig, richtig viele. Ich ziehe mal eine raus. Das war eine echt kleine Möhre. Jede kleine Möhre hilft uns heute, denn wir wollen auf jeden Fall herausfinden, ob wir als WG davon satt werden. Das bezweifle ich gerade ein bisschen. Boah, die sind ja alle noch richtig, richtig klein. Es wird eh jetzt zu kalt, deswegen muss ich sie jetzt rausziehen. Ich versuche wirklich alles wieder zu verwerten, was ich heute in die Finger bekomme. Es kommt auf die kleine Möhre an. Boah, das ist bisher die größte. Schau mal, so groß. Vielleicht finden wir noch eine, die größer ist. Die Ameisen krabbeln an meiner Hand entlang. Ziemlich viele von denen. Boah, hier sind auch noch richtig große dabei. Und auch hier dieser intensive Möhrengeruch. Faszinierend. Boah! Das ist der Gewinner. Das sieht nach einer richtigen Möhre aus, so wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Zur Not gibt es einfach Möhrensuppe. Gut, das sind echt viele Möhren. Wir kommen langsam dem Ende, denn, Freunde, ich hatte auch Gurken. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, hä, wieso kommen keine Gurken? Und aus dem Nichts, vor zwei, drei Wochen, ist eine Gurke gewachsen. Eine einzige Gurke diesen Sommer. Schaut euch dieses Prachtstück an. Das ist die einzige Gurke, die diesen Sommer gewachsen ist. Aber dafür eine richtig, richtig dicke. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Mein Ziel ist es heute, eine Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise hinzubekommen. Ich schau mal gleich, wie viel Pfand ich in der Wohnung finde, weil ein paar extra Mittel werde ich brauchen. Und dann versuche ich für die Jungs so ein kleines Drei-Gänge-Menü zu zaubern. Mit der Bedingung, dass ich nur Pfandflaschenpfand zum Einkaufen verwenden darf. Leider gab es nur eine Gurke, aber dafür habe ich hier einen Zitronenbaum. Und von dem schneide ich mir ein paar Blätter ab. Ich war letzte Woche in Spanien, Freunde. Wieso? Das könnt ihr euch vielleicht denken. Ich will noch nicht zu viel erzählen. Und da habe ich eine Nachspeise gegessen, die mit Zitronenblättern gemacht wurde. Und das war so lecker, dass ich das hier heute ausprobieren werde.
Zitrone. Ich glaube, das müsste fast reichen. Der Zitronenbaum ist richtig krass gewachsen, hat aber auch keine Zitrone gedroppt. Leider. Das müsste reichen. Eigentlich sind wir durch, bis auf, und jetzt kommen wir zu was richtig Witzigen. Gestern waren hier so Handwerker da, die für einen Brunnen gegraben haben. Hier kommt irgendwie ein Brunnen hin. Und als die Erde genommen wurde, wurde die komplett aufgewühlt und da haben die Kartoffeln gefunden. Und das ist einfach so random, weil die Kartoffeln vom ersten Video waren und die waren so lieb. Die haben mir die einfach hier hingelegt und das ist so wichtig, um die Jungs satt zu bekommen. Dann würde ich sagen, lass uns reingehen. Wir müssen echt viel Gemüse waschen. Let's go. Das hast du nicht aus dem Garten, oder? Doch. Jeden zweiten Tag gießen hat sich gelohnt. Hast du jemals so eine riesen Zucchini gesehen? In Tschernobyl. Die ist auch einfach in 3 Wochen so groß geworden. Ach, das ist aus unserem Garten? Ja. Nein. Doch. Krass, was willst du damit machen? 3-Gänge-Menü. Okay, dann bleibe ich doch noch zu Hause. Ich wollte eigentlich gehen. Ich werde ein bisschen für brauchen. Ich muss auch erstmal einkaufen gehen. Kannst du gucken, wie viele Pfandflaschen wir haben? Dankeschön. Gut, Gemüse waschen. Let's go. Alter, ist das eine riesige Zucchini. Überall diese Ameisen, ey. Die klettern meinen Hals einfach hoch. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Erste Station, ready. Boom. Freunde, wir haben alles vorbereitet, was wir brauchen, um gleich mit dem Kochen zu starten. Aber ein kleines bisschen muss ich ja noch einkaufen. Da fehlt auf jeden Fall mindestens der Käse. Und dafür habe ich einmal geguckt, wie viele Pfandflaschen wir hier im Haus haben. Und das ist das, was ich gefunden habe. Und mit diesem Budget gehe ich jetzt noch einkaufen. Let's go. Okay, der Moment der Wahrheit. Wie viel Pfand habe ich zur Verfügung für ein richtig geiles Menü? Also ich bräuchte mindestens 5 Euro. Die Red Bull Dosen lohnen sich jetzt auf jeden Fall. 5,40 Euro. Das war so schwer, alles zu bekommen, was ich brauche. Aber das müsste eigentlich passen. Ich habe einfach das Günstigste vom Günstigsten genommen. Aber es wird schmecken, da bin ich mir sicher. Let's go. Freunde, Mission complete. Ich habe sogar 68 Cent zurückbekommen. Das war echt ein langer Tag bisher. Jetzt wird noch gekocht. Alright, Freunde, ich bin jetzt zurück und jetzt kann endlich die Koch-Action starten. Und für mein Kartoffel-, Möhren-, Zucchini-Gratin muss ich erstmal alles in dünne Scheiben schneiden. Also Reibe-Action in 3, 2, 1, let's go. Alles ist in Scheiben geschnitten. Was machen wir als erstes? Wir packen unsere Sahne in einen Topf. Salz, Pfeffer und ein kleines bisschen Muskat und etwas Knoblauch. Kommt hier rein. Das Ganze wird jetzt erhitzt. Und unsere Kartoffelscheiben kommen hier für 3 Minuten rein. Bis gleich. Alright, jetzt müssen wir einmal die Kartoffeln von der Sahne trennen, so gut es geht. Und belegen jetzt unsere Schälchen mit Zucchini, Möhren und Kartoffeln. Ganz einfach. So. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Das heißt, wir haben Zucchini, Möhren, Kartoffeln. Dann nehmen wir wieder unsere Zucchini-Scheiben. Jetzt wieder ein paar Möhren. Und jetzt wieder Kartoffeln. Theoretisch könnte man nochmal wiederholen, wenn wir es ein bisschen stopfen. So auf ganz leicht. Nochmal trennen. Und jetzt füllen wir das einfach mit der Restkartoffelmasse auf. Jetzt können wir hier unsere restliche Sahne nehmen und das da hier einfach noch verteilen. Top! Nur noch den guten Käse und das Ganze für 30 Minuten bei 140 Grad Umluft überbacken. Und in der halben Stunde mache ich noch die Vorspeise und die Nachspeise. Let's go. So, Freunde, und jetzt den Vorspeisensalat. Dafür schneide ich hier meine Gurke einfach klein. Top. Minze kann da noch reinkommen. Ich dachte mir so, gebratener Pak Choi mit bisschen Ingwer und dann einfach so ein Joghurt-Tomaten-Gurkensalat mit Dill und Minze. Das kann funktionieren. Und Freunde, bei uns im Garten wächst sogar Minze. Das hatte ich am Anfang ganz vergessen zu erzählen. Hier ist die gute Minze. Perfekt, Freunde. Und die Minze ist sauber und jetzt wird die einfach klein gemahlen. Alright, Tomaten und Gurken sind drin. Jetzt haben wir hier unsere Minze. Die kommt auch einfach noch mit hier rein. Unseren Dill aus dem Garten. Davon kann auch ordentlich was rein. Jetzt wird es einfach Joghurt, etwas Speisequark, Salz, Pfeffer
Und hier musste ich ein bisschen mogeln, noch ein kleines bisschen Zwiebeln. Die ist leider nicht aus dem Garten. Und das Ganze können wir jetzt zu einer Masse umrühren. Kurz abschmecken. Perfekt. Noch schnell etwas Öl in den Wok. Gib ihm Feuer. Und hier rein kommt jetzt unser Pak Choi, unser Rest von Knoblauch und ein kleines bisschen Ingwer. Wie wenig das eigentlich ist, ne? Mit allem, was ich jetzt heute rausgeholt habe, kriege ich halt zweimal eine Mahlzeit hin. Es bleibt auf jeden Fall ein bisschen Zucchini und Möhrchen über. Dann kann man morgen noch irgendwie was Reste-Essen-mäßiges kochen. Aber dann war es auch schon wieder. Wie selbstverständlich man eigentlich so im Supermarkt einkaufen geht. Wie viel Arbeit dahinter ist und wie viel Quadratmeter man bräuchte. 20 Quadratmeter, 6 Wochen, damit wir zweimal essen können. Und jetzt rechne das mal hoch, wie viel Quadratmeter man bräuchte, wenn man das ganze Jahr über so selbstversorgermäßig leben würde. Unglaublich. Unglaublich viele Quadratmeter. Heftig. Unser Pak Choi ist ready. Ich könnte jetzt die Vorspeise anrichten und dann Nachspeise. Das wird auch noch ein bisschen aufwendig. Aber kriegen wir hin. Die Jungs sind alle gar nicht da. Ich habe keinen Plan, wo die sind. Aber gleich lade ich die zu einem richtig schönen Essen ein. Bis gleich, Freunde. Für unsere Nachspeise, die frittierten Zitronenblätter, müssen wir erstmal 2 Eier aufschlagen. Let's go. Als nächstes kommt etwas Zitronenschale rein, ein kleines bisschen Salz und eine halbe Packung Backpulver. Und nicht zu vergessen, 1/2 Liter Milch. Und das Ganze wird jetzt weiter aufgeschlagen. Nach und nach rühren wir jetzt 500 Gramm Mehl in unsere Masse rein. Das Wichtige ist, der Teig sollte nicht zu dickflüssig sein. Perfekt. 15 Minuten ruhen lassen und dann können wir gleich mit dem Frittieren starten. So, und jetzt werden unsere Zitronenblätter gedippt in unsere Teigmasse und frittiert. Das Geile an diesem Gericht ist, dass dieses Zitronenblatt wirklich sein ganzes Aroma gleich in den Teig abgibt, als ich das erste Mal gegessen habe. Ich wollte so reinbeißen, bis mich so ein Spanier stoppen musste und meinte so, nein, 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 auf keinen Fall. Das Blatt muss zuerst raus. Und dann wusste ich so, irgendwann koche ich dieses Rezept extra nur für euch, damit ihr das einfach für zu Hause habt. Unser Blatt ist fertig frittiert. Jetzt holen wir das raus, tupfen das schnell auf einem Zewa-Blatt ab. Und jetzt kommt das hier in eine Zimt-Zuckermischung drauf und kann jetzt eigentlich schon so serviert werden. Wie würde Francesco sagen? Fantastico. Alles klar, Freunde. Ich werde jetzt noch ein bisschen zu Ende frittieren. Ich glaube, ich kann die Jungs rufen, denn es ist Zeit für das Essen. Let's go. Begrüßen wir unsere Gäste zu dem perfekten Crispy Rob Dinner mit einem dicken, fetten Applaus. Heute erwartet euch ein 3-Gänge-Menü. Ich habe versucht, so viele Zutaten wie möglich aus dem Garten zu benutzen und ein paar muss ich noch dazu kaufen mit Flaschenpfand. Das ist die Vorspeise, gebratener Pak Choi mit einem kleinen Gurken-Tomaten-Dill-Minz-Salat-Dressing. Guten Appetit, Freund. Digga, dieses Minzige, also das ist richtig geil. Ja, das ist die Minze, die einfach random in unserem Garten wächst. Die habe ich nicht mal eingepflanzt. Alter, Dill. Das macht alles besser. Tomaten sind richtig gut. Klein, aber stark vom Geschmack. Gut, dann lassen wir euch in Ruhe zu Ende essen. Dann gibt es gleich vielleicht eine kleine Feedback-Runde. Und dann kommen wir auch schon zu Gang Nummer 2. Hat es euch geschmeckt? Saftig, lecker. Sehr geil. Ich mag keine Tomaten, aber der Rest war Chocolate. Die Tomaten waren eher das Geile. Richtig schön süß. So wie Tomaten sein müssen. Digga, ich will Nachschub. Gibt's noch mehr eigentlich? So, weiter geht's mit das Kartoffel. Zucchini Möhrengratin. Du magst das doch gar nicht, Falco. Jetzt machen wir das jeden Abend, oder so? 3-Gänge-Menü. Die Dicken gibt es nicht. Fast schon wie ein Weihnachtsessen. Käse vom Garten. Okay, Jungs, wie hat der Garten-Hauptgang geschmeckt? Es war wundervoll mit einer zitronigen Note. Ich hab's genossen. War richtig lecker. Geil war, dass es vegetarisch war. Die Kartoffeln waren richtig geil aus dem Garten. Es war geil, aber schade, dass es vegetarisch war. Das geilste vegetarische Gericht, das ich je gefressen habe. Yo, aber Freunde, wartet ab. Jetzt kommt die Nachspeise und die wird alles zerstören. Falkos Nebenjob ist so Fake-Bewertungen bearbeitet. So. Jetzt kommt die Nachspeise. Frittierte Zitronenblätter. Ja. Eine Sache muss ich sagen. Erst das Zitronenblatt rausholen, dann essen. Du reißt eine Ecke auf. So, und hier, ne? Genau, so, okay, und ziehst einfach das Blatt raus. Da, diese. Boah, das riecht echt geil. Die Zitronenblätter. Das Aroma kommt so raus. Pervers. Heftig. Ich einfach pervers. Ich war selber gerade eben so halb am Frittieren, halb am Snacken. Hat es euch geschmeckt, Freunde? Mega. Das freut mich auf jeden Fall. Das war die heutige Challenge. Hat man den ganzen Tag gebraucht. Ich habe versucht, mit all dem Kram, den ich vor 8 Wochen, 6 Wochen, ich weiß es nicht mal mehr, im Garten eingepflanzt habe, zu kochen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich starte demnächst mit einem neuen Kochformat. Lasst euch überraschen. Bleibt gespannt. Was gibt's noch zu sagen? Sehr schön gesund und gut auf. Und die kann
man sicher nicht essen. Den kann man sicher nicht essen. Macht es gut. Ciao. Also das ist tatsächlich jetzt wirklich das leckerste Dessert, das ich seit langem gegessen habe. Das war was Neues. Das war echt richtig, richtig lecker. Krass. Lecker.